Es ist ein wunderschöner Dezembertag in Hannover. Bald ist Weihnachten. Ich komme mit dem Fahrrad an meinem Wohnhaus an, schließe es an den Fahrradständer und öffne später und öffne den Briefkasten. Drei Kerle stehen vor meiner Haustür. Einer, ein Riese, als wäre ein Bruder der Klitschkos, in der Mitte ein kleiner, untersetzter Mann, der freundlich lächelt, und noch ein Typ, den ich auf den ersten Blick für den arabischen Automechaniker halte, aus der Selbsthilfewerkstatt drei Straßen weiter. Ein Typ, der schon in einige Messerstechereien verwickelt war, wenn man seinem Gesicht Glauben schenken darf. Klitschko guckt ganz schiel, als ich den Briefkasten wieder verschließe. Freundlich, aber bestimmt, versuche ich mir den Weg zu meiner Haustür zu bahnen. Gestatten Sie? Da spricht mich der Mittlere an. Toni, wie geht's? Ich heiße nicht Toni. Wie heißt du? Ich schaue etwas skeptisch. Ah, ich mache nichts. Ich bin die Luigi. Und reicht mir die Hand. Wie heißt du? Ich bin Frank. Frank? Francesco. Und das ist die Abdullah und das ist die Fjodor. Meine Hand kreist durch die Wunde. Fjodor lässt sie nicht wieder los. Ich versuche mich aus dem Schraubstock rauszuwinden. Keine Chance. Nicht, dass das wirklich wehtut, aber es ist irgendwie Freiheit.